Hallöchen, meine Damen und Herren. Train ist da. Das Update kam gerade reingeschossen und ich bin leider ultra erkältet, aber das kann ich mir nicht entgehen lassen. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Let's go. Okay, du hast mich immer an den Eiern, ey. Der hat mich immer an den Eiern. Ich habe aber nur noch eins. Also, Train ist nun endlich zurück. Dazu gab es von den Volvos diesen Tweet hier, in dem sie einfach mal so ein paar kleine Impressionen haben durchlaufen lassen. Ja? T-Spawn sieht sehr, sehr wild aus. Irgendwie erkennt man es zwar sofort, T-Spawn, aber gleichzeitig ist es so, ha? Doch es gibt mapmäßig noch mehr. Overpass hat sehr viele Updates erhalten und sie haben 4 Community-Maps hinzugefügt. Basalt ist zurück, yes, zusammen mit Edin im Casual- und Competitive-Game, sowie Palais und Whistle für Wingman. Der Hintergrund kam natürlich auch mit dem Update dazu. Schaut euch das Ganze an, sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt schauen wir uns die ganze Sache mal an. Wir haben ja sehr, sehr lange darauf gewartet, darum nehmen wir uns jetzt vor allem für Train, würde ich sagen, viel Zeit. B, bunt. Trist, aber auch gleichzeitig bunt mit den Graffitis hier. Sehr schön. Es fehlt ein ganzer Zug. Und die Site hat sich auch stark verändert. Also das ist ja Wahnsinn. Es ist auch irgendwie kürzer, oder? Naja, ich weiß nicht. Es kommt mir kürzer vor. Einfach die Strecke von hier bis zu Connector scheint irgendwie kürzer zu sein, aber ist wahrscheinlich nur optisch. Also hier kriege ich direkt ultra Bock. Vielleicht mache ich den Stream auch noch ein bisschen an. Ich bin halt leider richtig, richtig genudelt. Man hört es sicherlich raus, also ja, ich weiß nicht, was es ist. Das ist wohl kein Corona, aber ich bin fett erkältet. Naja, da oben ist was im Weg. Guck mal, man kann hier auf Catwalk oder wie es damals hieß, ich weiß es schon gar nicht mehr, kann man jetzt nicht einfach direkt hier rüber jallern. Man kann zwar hinspringen, aber ja, mehr auch nicht. Also man muss über den Zug gehen oder halt hier hoch. Sehr interessant, also es verändert hier oben auf jeden Fall komplett das Gameplay. Man kann sich nun also auch als beschützender CT hier hinten hinstellen und dann halt die Tees so abfangen. Sehr geil. Mal gucken, wie die Geschichte hier oben aussieht. Ich glaube, es war Checkers. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, wie hier was hieß. Oh, guck mal hier. Geil, okay. Also hier kann man im normalen Gameplay logischerweise nicht rein. Hier ist zu. Ist aber stilistisch sehr nice. Guck mal, hier auch einfach aufgebrochen. Hier war ja früher eine Reling. Jetzt ist hier einfach komplett offen. Also sieht sehr ungewohnt. Oh. Wo ist Pop-Dog? What the fuck? Hä? Wo sind denn die Duschen? Pop-Dog ist weg? Ich muss kurz runter. Ha! Ach du Scheiße, okay, das ist ja insane. Guck mal, das habe ich eben gar nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Klar, weil man natürlich gewohnt ist, dass es hier gar nicht lang geht. Oh, das ist ja also komplett ganz anderes Setting jetzt. Ein ganz anderes Setting hier, der gesamte Bereich. Man kann ja richtig fighten jetzt dann hier. Also das ist ja Wahnsinn. Die haben ja Train komplett nicht auf den Kopf gestellt, aber also das ist eine extreme Änderung. Hier der Gang relativ leicht oder einfach. Hier ist jetzt auch nicht arg viel, da kann man auch nicht raus. Ne, alles zu. Ehemaliger Duschenraum hat sich auch stark verändert. Aber gut, hier sind sowieso eher selten Fights. Wir gehen mal runter zu den Tees, zum T-Spawn. Okay. So. Das wirkt wiederum weiter, deutlich weiter. Wobei, ja, es geht, wenn was abläuft, dann nicht so. Aber optisch auch wieder sehr, ne, weil es hier halt weiter nach hinten geht. Mal gucken, was man hier für... Oh. So ein fettes, sich bewegendes Objekt. Aber man kann ja nicht erfasst werden, nehme ich an. Ne, du kannst ja kein Damage bekommen. Das läuft im Hintergrund ab. Richtig, richtig, richtig geil. Hier kann man übrigens drauf... Aha. Für die bessere Übersicht habe ich das Overlay jetzt wieder angemacht, dass ihr die Map seht und wisst, wo ich bin. Wir gehen jetzt hier in Ivy rein, aka Kistenraum hieß es, glaube ich, oder Boxes oder sowas. Das sieht jetzt relativ gemütlich aus, also hier hat sich nicht arg viel getan. Dann hier Backside, das ist doch auch kürzer hier. Nee, halt, warte, Moment. Krass. Das wirkt hier vorne positiv, aber unnötig verschachtelt. Wir bleiben aber erstmal kurz hier hinten, da geht's Richtung City Spawn wieder. Hier auch sehr einfach und aufgeräumt. Hier aber zu? Okay, krass. Du hast dann die zwei Zugänge. Hier kannst du aber hinter Side praktisch... Nee, du kannst ja... Und da kannst du auch nicht mehr hoch. Ja, ist auch nicht ausgebaut hier oben. Okay. Hier weiß ich auch gar nicht, was ich davon halten soll. Das wirkt so... anders. Einfach so anders. Das sind eigentlich 3 Gänge gewesen. Oder 2? Das waren am Anfang mal 3, ne? Bei 1,6 waren es 3. Naja, egal. Also dieser Bereich hier, dass du hier jetzt dann... Erstens mal, also es kann keiner hier hinten einfach hochgehen und da irgendwas schlawenzeln. Du hast diesen direkten Blick in Main. Und ja, es wirkt halt so kurz. Es wirkt oder klein, weil hier halt einfach ein ganzer Zug fehlt. Das ist aber wiederum hier ein schönes Plus, dass es da weiter nach da geht, optisch weiter nach da geht. Hier geht es dann wieder rüber zu den Tees. Ja, dann haben die einfach knallhart Pop-Dog verändert und du gehst jetzt hier eine Treppe rauf. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt, was die Community zu sagt. Und dann hier eben Connector wieder rüber auf B. Ich glaube, sonst haben wir alles. Ist auch optisch ist hier alles irgendwie nochmal anders. Das hier zum Beispiel war auch sehr hoch, aber irgendwie so zu.
Das hier wirkt jetzt natürlich und auch größer irgendwie. Einfach der Bereich hier. Ja, und dann sind wir wieder auf B hier. Gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich überlege jetzt, wie gesagt, ob ich gleich den Stream noch anschmeißen soll, mitten in der Nacht. Es ist jetzt 0.57 Uhr. Bis ich hier alles fertig habe, ist es 1.30 Uhr wahrscheinlich. Bis es hochgeladen ist, ist es 2 Uhr oder so. Dann noch den Stream anschmeißen. Ah, ich weiß nicht. Mal gucken. Ich bin halt leider echt... Nur die Medikamente halten mich gerade am Leben. Doch es wurde noch mehr hinzugefügt, unter anderem Basalt. Und Basalt habe ich tatsächlich vermisst. Die Map hat mir so gut gefallen. Und wir gucken mal direkt, ob dieses Easter Egg noch da ist mit diesen Unterschriften. Wir wollten hier damals rein, das weiß ich noch. Ah nee, das wird nicht weiter aktualisiert. 21 ist das letzte. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen durchfliegen, um zu gucken, ob die Map sich großartig verändert hat. Aber ich glaube, hier ist alles gleich geblieben. Es ist auch schon so lange her, aber das wirkt doch alles... The same. Ja, naja. Basalt hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir auch gemeinsam drauf gedattelt. Das war damals auch im Matchmaking ganz normal drin und da haben wir reingegrindet. Du hörst doch ab und an ein Schiff irgendwie hupen oder halt das Horn dödeln. Ich nehme mal an, dass es auf jeden Fall schöner aussieht. Also ich weiß nicht, ob das so geil ausgesehen hat alles, wie es jetzt der Fall ist. Aber ja, freut mich, dass Basalt endlich wieder zurück ist und ich hoffe, dass Basalt, natürlich auch wie Train, dann auch irgendwann in Premiere reinkommen könnten. Das fänd ich schon sehr geil. Also Train kommt bestimmt rein. Nach dem Major ist Train bestimmt, dann ziehen die nach und ja. Aber Basalt fände ich schade, wenn die Map verkommen würde, so mehr oder weniger, im Only Matchmaking halt. So, und dann gibt es noch Edin oder Edin, also Edinburg oder was. Gab es die Map hier schon im Vorfeld einmal im Spiel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also mir ist die hier nicht bekannt. Ich mache jetzt hier auch kein komplettes Map-Review. Ich will einfach nur mal kurz drüber lunzen. Wir werden dann sowieso live oft genug uns die ganze Sache hier angucken, aber das sieht ja auch geil aus. Eine schöne Double Door, Mondays, na klar, na klar, na klar. Ja, nee, ich glaube, die habe ich so noch nicht gesehen, die Map hier. Können wir da rein? Ja, schade. Hier habe ich jetzt gerade so ganz leichte Assault-Vibes. Ich weiß nicht warum, vielleicht wegen der Brücke da oben. Wir gucken uns mal noch A ganz genau an. Okay, also hier haben wir einfach diesen Bereich zum Bombeplanten. Ja, da ist dann A lang, da drüben ist A short. Ich lege das einfach so fest. Hier ist die Mitte. Und viele Bereiche, wo man innen in Häusern rumkämpft. Hier auch nochmal, ja, ja. Ein Restaurant, aha. Sehr, sehr geil. Endlich wieder Content. Und es gibt noch mehr. Und zwar gibt es noch Whistle und Palais. Und möglicherweise werden wir dann heute im Stream auch ein bisschen Wingman daddeln, oder? Klar. Oh, guck mal hier. Oh, das ist ja direkt ein geiler Spawn hier bei den Tees. Mit so einem alten Fahrstuhl. Wir gehen hier mal direkt hoch. Und können dann von oben alles beäugen. Oh. Oh, okay, man kann den nicht runterlatzen. Krassen Rooftop-Fighter. Du hast eine Katze gelaufen gerade. Kann man hier runterfallen? Oh, oh, ja, ich glaube, da kann man runterfallen. Ja, ja, ja. Sieht auch wie spielbarer Bereich aus, würde ich sagen. Kann man ja, wir gehen mal. Ist das geil. Alter. Kann ich da einfach komplett runter? Ja, bin ich tot, ne? Ja, okay. Ja, okay. Das ist ja sehr geil. Mir zaubert ja gerade echt ein Narren auf die Backen. Hier bin ich gerade runtergeplotzt. Hier kann man da einen waghalsigen Sprung machen darüber, okay. Wirkt auch irgendwie sehr groß dadurch, dass man hier diese Vertikalität hat. Also ich denke, hier kann man überall runterlatzen, nur oben ging es nicht. Ja, dann haben wir hier den Bombenspot A. Ah. Also hier wird einfach ein Privathaus gesprengt. Und dann kann man von hier oben drauf oder was und dann darüber. Wahnsinn. Ich bin sehr entzückt. Wingman ist endlich wieder so... Ah, ich dachte gerade, das ist ein Geheimgang. Und vor allem, dass du hier als Tier halt direkt hoch aufs Dach kannst. Ich geh jetzt gleich mal den anderen Weg. Hier ist nochmal eine Leiter. Wahnsinn. Guck mal, so richtig, richtig verschisselt. Wir gehen mal kurz die Leiter hoch. Ah ja, okay, dann bin ich hier wieder beim Kätzchen hier hinten. Sind wir hochgekommen vorhin. Sag bloß, man kann hier... Oh, alter Falter. Und das kann man hier auch alles kaputt machen, na sicher. Geil. Guck mal da. Und hier kannst du auch hier lang so... Also, ja, kann man sich auch hier oben... Ah, da oben kann man sich nicht draufstellen scheinbar. Nee, ich kann mich da nicht hindingsen zumindest. Also hier muss es zu sein. Banger, riesen, riesen Banger. Und zu guter Letzt die letzte Map, Whistle. Die sieht auf der Map riesig aus, die Map hier. Ja, geh mal außen rum, da drüben ist der andere Spawn hier in der Ecke. Also ich nehme an, die Polizei spawnt hier. Dann geht man hier durch und ist direkt auf A. A ist der gesamte Bereich, das ist doch die... Die Map haben wir schon mal geteasert bekommen. Von dem Knilch, der auch die Flughafen-Wingman-Map gemacht hat. Ich weiß gerade nicht, ist es Seth? Ich glaube, er hieß nicht Seth, bin mir nicht sicher. Die Tees können direkt hier über links, das ist sehr, sehr offen. Und können dann hier vorne auf den Spot gehen. Oder über ganz links schlappen, hier so ein bisschen hinten versteckelt. Ah ja, guck mal da. Die sieht zwar auch groß aus auf der Map, aber ist durch diese Offenheit nicht wirklich groß. Du hast den Außenbereich, du hast den Plant-Bereich, der an den Außenbereich angeschlossen ist. Du hast hier extra einen kleinen Durchgang, einen sicheren Durchgang für die CTs. Dann den hier auch nochmal, Connector oder was. Und dann hat man diesen, ja gut, das hier ist glaube ich eher Connector, diesen Durchgang auch nochmal, um direkt auf Site zu kommen. Okay, also sehr, sehr einfach. Ich sag bloß, man kann
eine Vertikalität wird die ganze Sache natürlich noch ein bisschen schwieriger machen, aber nee, da kannst du nicht hoch. Klein, aber fein auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich, komm. Sprich nicht fürs Spiel. Die müssen das endlich wieder so hinkriegen, dass die verschissenen Teile schön zischen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall, ist ein Banger. So, passt auf, ich werde das jetzt wie folgt machen. Wir machen jetzt hier dann noch ein Giveaway und dann mache ich hier direkt Schluss, lade die ganze Show so hoch. Und mach dann den gesamten anderen Update-Kram, die ganzen zwischen den Zeilen-Lesereien im Extra-Video. Sonst wird es ja auch viel zu lang werden, weil wenn so viele neue Maps dazukommen oder neue alte Maps dazukommen, dauert das einfach zu lang. Darum, wie gesagt, jetzt Giveaway. Dann nehmen wir so einen schönen Anhänger und zwar den Little Cap Gun Anhänger oder Charm. Den könnt ihr gewinnen, wenn ihr Folgendes schreibt und zwar, wie sehr freut ihr euch über dieses sehr große Content-Update? Haut's in die Kommentare. Ich mache die ganze Sache jetzt hier fertig und schmeiß dann noch kurz den Stream an, werde mich dann dabei ins Bettchen legen und dann spätestens heute Abend, Donnerstag, 18 Uhr mit euch weiterdödeln. Wir starten dann jetzt auch das nächste Glove Giveaway, da könnt ihr gerne mitmachen, ist auch auf Twitch dann erhältlich, also kommt gerne mit rum. So, dann ziehe ich jetzt hier direkt durch. Vielen lieben Dank für eure Kommentare und für die Likes, fürs Zuschauen natürlich auch. Bis gleich dann im Stream oder im nächsten Video. Lasst es krachen und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.